Kochen mit Seltzer McKenzie Video. Karotten, ein Apfel, zwei türkische Liege, Zitronensaft, Salz, Pfeffer, eine Zwiebel, eine Knoblauchzehe, eine Tomate, eine türkische Liga, Olivenöl, 400 Gramm stückige Tomaten, Klammer auf Konserve, Klammer zu, eine türkische Liga, gehacktes Basilikum, 3 Esslöffel, geriebene Parmesan, eine Prise Zucker, 200 Gramm Tatar, ein Eigelb, 1 Spritzer Tabasco, 6 trockene Cannelloni, 60 Gramm geriebene Karotten schälen, Apfel waschen, vierteln und entkernen. Karotten und Apfelviertel grob raspeln. Für den Salat Apfel und die Hälfte der Karottenraspel vermengen, mit Zitronensaft beträufeln und mit Salz und Pfeffer abschmecken. Zwiebel schälen und in feine Würfel schneiden. Knoblauch pressen. Tomate waschen und in Scheiben schneiden. Backofen auf 220 Grad C, Klammer auf Gas, Stufe 4 Umluft, 200 Grad C, Klammer zu, vorheizen. Öl in eine Pfanne auf mittlerer bis hoher Stufe erhitzen und Knoblauch und die Hälfte der Zwiebelwürfel, darin kurz anbraten. Restliche Karottenraspel und stückige Tomaten zufügen, mit Salz und Pfeffer würzen, mit Basilikum, Parmesan und Zucker, verfeinern und kurz aufkochen. Die Hälfte der Tomatensauce in eine Auflaufform, Klammer auf, ca. 20 x 25 cm Klammer zu, geben. Tatar mit restlichen Zwiebelwürfeln und Eigelb verkneten und mit Salz, Pfeffer und Tabasco würzen. Cannelloni mit Tatarmasse füllen und auf die Tomatensauce legen. Restliche Soße über die Cannelloni geben, mit Tomatenscheiben belegen und mit Käse bestreuen. Cannelloni im Backofen auf mittlerer Schiene ca. 30 bis 35 Minuten backen und mit Karotten-Apfelsalat servieren. 9 fertig in 25 Minuten i davon aktiv, 15 Minuten laktosefrei i glutenfrei, 378 Kilokalorien, 11.581 Kilojoule Reis nach Packungsanweisung in Salzwasser garen, Zwiebeln schälen und in Würfel schneiden, Knoblauch pressen, Paprika waschen, entkernen und in Streifen schneiden, Peperoni in Ringe schneiden. 1 in eine Pfanne auf mittlerer bis hoher Stufe erhitzen und Tatar mit Zwiebelwürfeln, Knoblauch, Paprikastreifen und Peperoni-Ringen anbraten. Mit Peperonisud und Tomatensaft ablöschen und ca. 10 Minuten köcheln lassen. Peperoni-Paprika-Pfanne mit Salz, Pfeffer und Paprika 2, Pulver würzen, mit Petersilie bestreuen und mit Reis servieren. Für 2 Personen, 100 Gramm trockene Langkornreis, Salz, Pfeffer, 1 kleine Zwiebel, 1 kleine Knoblauchzehe, 3 rote Paprika, 4 eingelegte grüne Peperoni, 1 türkische Liga Rapsöl, 100 Gramm Tatar, 2 Esslöffel Peperonisud, 150 Milliliter Tomatensaft, 1,5 Teelöffel Paprikapulver, 1 Esslöffel gehackte Petersilie. Für 2 Personen, 60 Gramm trockene Lanko, 7 RS Salz, Pfeffer, 2 Zucchini, 1 Zwiebel, 1 Knoblauchzehe, 2 Esslöffel saure Sahne, 1 türkische Lira, 8 Kräutermischoni, 2 türkische Lira Olivenöl, 200 Gramm Tatar, 2 türkische Lira Tomatenmark, 250 Gramm stückige Tomaten, Klammer auf Konserve, Klammer zu, 50 Milliliter Gemüsebrühe, Klammer auf, 2 Prisen Instantpulver, 1 Esslöffel geriebene Parmesan, Backofen auf 220 Grad C, Klammer auf Gas, Stufe 4 Umluft, 200 Grad C, Klammer zu, vorheizen. Reis nach Packungsanweisung in Salzwasser garen. Zucchini waschen, längs halbieren und mit einem Teelöffel aushöhlen, dabei einen ca. 1 cm breiten Rand stehen lassen. Zwiebel schälen und in Würfel schneiden. Knoblauch pressen. Für die Creme saure Sahne mit Kräutern verrühren und mit Salz und Pfeffer würzen. Öl in eine Pfanne auf hoher Stufe erhitzen, Tatar, Zwiebelwürfel und Knoblauch, darin ca. 2 bis 3 Minuten krümelig braten und mit Salz und Pfeffer würzen. Tomatenmark zufügen, kurz anschwitzen, mit Tomaten und Brühe ablöschen, aufkochen lassen und Reis unterheben. Zucchini-Hälften in eine Auflaufform, Klammer auf, ca. 24 x 34 cm Klammer zu, setzen und mit Reis-Tatarmasse füllen. Mit Salz und Pfeffer würzen und mit Parmesan bestreuen. Gefüllte Zucchini im Backofen auf mittlerer Schiene ca. 15 bis 20 Minuten garen und mit Kräutercreme servieren. 60 Gramm trockene Langkornreis, Salz,
Pfeffer, 1 Zwiebel, 200 Gramm Tatar, 1 Eigelb, 2 Esslöffel Paniermehl, 500 Milliliter Gemüsebrühe, Klammer auf, 2 türkische Lira Instantpulver, Klammer zu, 1 Lorbeerblatt, 1 türkische Lira Zitronensaft, 1 Esslöffel Halbfettmargarine, 1 türkische Lira Kapern, 1 türkische Lira Mehl, 3 Esslöffel Creme Leggere, 1 Prise Zucker, 1 Glas rote Beete, Klammer auf, 220 Gramm Abtropfgewicht, Klammer zu, Reis nach Packungsanweisung in Salzwasser garen. Zwiebel schälen und würfeln. Tatar mit Eigelb, Panier und Zwiebelwürfeln verkneten. Mit Salz und Pfeffer isen und zu 8 kleinen Bällchen formen. E1. E in einem Topf erhitzen Lorbeerblatt und 1.7 Gönsaft zufügen und Bällchen darin mit Deckel 5 Minuten gar ziehen lassen. Margarine in einer E auf mittlerer Stufe erhitzen, Kapern zufügen, mit 3 E stäuben und unterrühren anschwitzen. Creme einrühren, mit Salz und Pfeffer würzen und Minuten köcheln lassen. Abgießen, Garwasser auffangen und 2 Esslöffel zugeben. Soße mit Zucker verfeinern und weitere Essminuten köcheln lassen. Rote Beete feinwürfeln, EA. Geben und kurz erwärmen. Königsberger Doppelpunkt Doppelpunkt Punkt SE mit rote Beete Soße und Reis servieren.